Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye! Naturebenen, ich komme. Ja, relativ versteckte Wallabies, 400 Stück. Und drei Nebenmissionen, die sich im Verlauf des Levels erklären. Ich wollte das eigentlich schießen. Komm her. Ha, ich hab dich mit deinem eigenen Hut fertig gemacht. Kuchen. Feuer! Ich kann Feuer pusten. Und zu einem Feuerball werden. Okay, ich kann diese Dinger anzünden. Gold! Ich bin reich. Ich weiß immer noch nicht, wofür die sind. Ich werde es aber irgendwann rausfinden. Ich finde es schön, dass man hier manche der Fähigkeiten für bestimmte Sachen braucht, wie zum Beispiel gerade das für die Lampe. Das gefällt mir richtig gut. Ich fucke dich zuerst ab. Ha, gegen mein Feuer könnt ihr nix. Ich bin allmächtig. Mit Kirby runterzufallen ist eigentlich auch sehr, sehr schwer, ne? Schade. Der Kochtopf war wohl nicht gut genug. Finde den geheimen Raum. Wally! Na gut, für die Zweitmission ist ja das dann eigentlich sogar essentiell, dass man das macht. Ach ja, Kirby. Meine kleine rosa Knutschkugel. Steak. Ich hätte vorher noch braten sollen. Eine Lampe zum Anzünden. Mit Geld. Ich hab's gesehen. Feufeu ist böse. Entschuldigung. Ich bin an ein Kabel gekommen, an das ich nicht kommen sollte. Erstmal den da wegbrennen. So. Da ist ein Schalter. Der ist bestimmt wieder die Tür da unten. Aua. Da fresse ich halt einfach dich. Aua. Warum können die so viel mehr als ich? Oh, man kann das Feuer anstauen lassen. Dann wird das richtig groß. Da, guckt.
Dann wird das so ein richtig großes Feuer. Flieg, Kirby, flieg! Ach, die diese Gordos, ne? Wie hieß es früher immer so schön? They are a pain, yes! So, hier oben ist sowas versteckt. Ich spüre es. Waddle Dee! Ich habe Waddle Dee gefunden. Na? Wolltest du dich mit mir anlegen, ne? Dann war es die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Oh, ich muss die Lunte anzünden. Wo fängt die Lunte an? Ich habe sie angezündet. Ich habe keine Zeit. Ja! Feuer! Wurde die gefunden? Warum war das keine Mission, einfach in die Lunte da rein zu jagen? Ja, 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 ja. Oh, ich dachte, es öffnet sich noch ein Weg. Der große von denen. Der hält nur mehr aus. Feuer ist allmächtig. Meinem Feuer. Ich kann eine Treppe werden. Das Design gefällt mir. Bom. Bong. Ich kann sogar zur Seite umfallen. Bong. Und wahrscheinlich kann ich die Treppe auch ausnutzen, ne? Warum kann ich so ein riesen Ding verschlucken? War da vorher auch eine Wand, die zerbrechlich war? Nee, ich sehe aus wie so eine riesige Mischung aus einem Wurm und einer Schnecke. Umfall! Scheiße, falsche Richtung, aber hat trotzdem funktioniert. Wartet. Das hat Vorrang. Ja! Ich hab's gefunden. Okay, weiter geht's. Los, Feuer, verschlinge es. Pong. Ich bin umgefallen. Die sind platt wie eine Blunder. Oh, ich sehe den Spaß. Da gäbe es sicherheitshalber nochmal das Feuer. Ah, okay, das muss man anders machen. Das darf nämlich nicht auf der Lunte stehen. Ich muss mich hier hinstellen, richtig? So, Feuer nochmal her. Dann machen wir so. Und rein in die gute Stube. Feuer frei! Waddle Dee wurde gefunden, ja.
Aber bisher habe ich noch nicht rausgefunden, was die Geheimmissionen sind. Entzünde 4 Laternenschalter, finde in den Geheimraum. Was ist das letzte? Hier kann ich wieder runter. Tschüss. Ab durch die Röhre. Da sind die finalen Wardidis. Aber was war die letzte Mission? Oh, ein Brathähnchen. Da ist noch eine Kiste. Aber mir fehlt eine Mission. Was war denn die letzte Mission? Wird mir das noch angezeigt oder muss ich selber rausfinden? Entferne das Gesuchtposter. Auf sowas muss ich achten? Okay, ich gehe nochmal in das Level und suche dieses Gesuchtposter. Ich habe kein Poster gesehen. Das Spiel heißt zwar, dass es ein Open World Kirby ist, aber irgendwie fühlt es sich nicht wie Open World an. Ja, es hat so eine Overworld wie das hier, aber das ist doch nicht Open World. Open World wäre, wenn ich überall rumrennen könnte. Was sind das für komische Dinger? Die Straße der Schätze. Sofort, aber erstmal muss ich noch das Gesuchtposter zerstören. Ach, das ist da oben wahrscheinlich, ne? Na gut, das wirkt auch gleich so merkwürdig. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Na gut, jetzt kann ich den restlichen Weg auch laufen, ne? Geld! So, ich habe den letzten Model, die jetzt gerettet. Ich glaube, ich muss wirklich das Level dann nochmal abschließen. Und ich habe zwei Teile gerade neu erhalten. So, jetzt gucken wir uns mal diese Risse an. Jetzt habe ich da auch alle Wall-Dies gerettet. Bombenschatz. Triple Strike, Schalter im Visier. Irgendwas mit Bomben. Oh. Ich sehe schon, wie das funktioniert. Zur Not kann ich doch auch drüber werfen. Easy. Seltener Stein. Ich habe die Zielzeit geschafft. Im wilden Modus. Ich habe schon gesehen, dass es der heftigere Modus ist. Aber ich bin ja Kirby ein Veteran. Okay, dann machen wir jetzt noch das andere. Bumerang-Schatz. Bumerang, Kirby, let's go. Werfen und fangen. Easy. So, das war auch easy.
Einfach die 5 Dinger sammeln. So, den habe ich auch. So, zack. So, und das Ding kommt ja wieder zurück. So, hab's. War das in der Zielzeit? Ja. Unter einer Minute. Weil ich erfahre, wofür die Münzen sind, wäre es noch schöner. So, ich habe 2 von diesen komischen Steinen. Kann ich die im Waddle-Dee-Dorf abgeben? Oder was soll ich eigentlich überhaupt in der Stadt? Einfach nur gucken, wie es meinen Kumpels geht. Ich habe halt erst 19, ne? Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.